Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem kreativen, kunterbunten Bastelkanal. Ja, heute ist wieder Figurenmodellieren Zeit und unser Thema war diesmal Tannenbaum. Ja, ich liebe Tannenbäumchen. Ich habe auch schon ein paar gebastelt. Das kann ich euch gern in der Infobox verlinken. So ein Tannenbaum mit Wolle. Und dann habe ich auch noch eine Karte gemacht, wo Tannenbäumchen mit vorkommen. Ja, das ist ein schönes Thema. Und da habe ich dann ein bisschen Tannenbaumbehang gebastelt. Ja, dieses Tannenbäumchen werden wir anschließend modellieren. Besser gesagt, ich modelliere, zeige, wie es geht und ihr könnt sehr gerne nachmodellieren. Es ist nicht schwer, es ist einfach. Einfach, einfach. Mein Lieblingswort einfach, nein. Ja, hier habe ich so ein kleines Schleifchen mit drauf gesetzt. Der kleine Tannenbaum hat Handschuhe an und Socken. Ich finde das richtig niedlich. Hier habe ich noch so eine Öse drin und hier so ein, ja, ein Ohrringhalter. Und das wird dann so an den Tannenbaum gehängt. Man kann es sich auch einfach zur Deko hinhängen, geht natürlich auch ins Fenster oder an einen Strauch. Sieht es auch schön aus, finde ich. Tannenbäumchen ist ja das ganze Jahr vorhanden. Muss ja nicht unbedingt nur zu Weihnachten sein. Ja, der ist so ein bisschen in Lila gehalten. Und dann habe ich noch eine kleine Tannenbaumkugel gezaubert. Die sieht so aus. Ein bisschen kawaii. Hier hat sie so zwei kleine Herzen und hier ist so ein bisschen Zuckerwatte drauf. Hier noch ein kleiner Bonbon oder eine kleine Schleife. Finde ich auch sehr niedlich. Und dann habe ich noch das Prototypchen. Das sieht so aus. Da ist das Grün ein bisschen kräftiger und sie hat eine rosa Schleife und ja, oder mehr Pink, ne? Pinke Schleife, Handschuhchen und so Socken hat es an. Finde ich auch süß. Die ist ein bisschen pummeliger und die ist ein bisschen schlanker. Aber ich finde sie alle niedlich. Und auch die kleine Weihnachtsbaumkugel. Da habe ich oben auch noch so so eine Perlenkappe mit verwendet. Das soll so ein bisschen das Krönchen andeuten. Hier. So. Ja, das waren meine kleinen Tannenbäumchen zu unserem Thema in diesem Monat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch modelliert, wenn ihr mitmachen wollt bei uns. Den Link zu unserer Facebook-Gruppe werde ich in der Infobox verlinken. Ja, ich mache auf jeden Fall nächstes Jahr weiter mit meinen Figuren modellieren. Es macht mir sehr viel Freude und ich finde, es ist auch immer ganz niedlich, was dabei herauskommt. Man muss immer am Ball bleiben, wenn man was lernen möchte oder sich weiterentwickeln möchte. Und das werde ich dann auch tun. Ja, ich finde sie drollig. Sie kommen jetzt erstmal an unseren hübschen Tannenbaum und dann später kommen sie in mein Zimmerchen und da kann ich mich an ihnen erfreuen. Ja, ich habe hier auch noch ein schickes Armband, wollte ich auch noch sagen. Zeigen. Das habe ich vorletztes Jahr gewerkelt. Finde ich immer noch sehr schön. Ja, dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende noch. Und wir sehen uns, glaube ich, beim Mitmach-Mittwoch noch einmal in diesem Jahr. Und dann geht es im neuen Jahr weiter mit zusammen basteln. Da freue ich mich auch schon drauf. Und jetzt sage ich, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachwerkeln und wünsche euch eine wunderschöne kreative Bastelzeit. Und bis bald, meine lieben Kreativen. Ciao mit Kakao.